Nee, nicht Tagebuch. Ich wollte es aktivieren eigentlich. Dann müsste es markieren. Ja. Karte von Dingsdabums ist mir schon klar, das brauche ich nicht. Jetzt bin ich wieder in den Hinterlanden. Ja. Okay, da steht sowieso nichts da. Also hier muss ich hin. Alles. Dürfte spannend werden. Es dürfte wirklich spannend werden. Das wäre dann der dritte Drache. Sagst du, Witzkopf. Eisen brauche ich nicht. Aber eine königliche Elfenwurzel nehme ich mit. Obwohl ich die auch nicht brauche. Ich brauche Prophetinnenlorbeer. Jetzt habe ich keine Schiss mehr vor dem Vieh. Das ist immer falsch. Corypheus muss irgendeinen Grund gehabt haben, sie hierher zu schicken. Versuche erstmal hier vier Scharpen zu finden. In Höchstgeschwindigkeit, wenn es geht. Geh weg. Jo, so läuft der Laden. Etwas Scheißvieh hin. Drachenblut. Der erste Drache war der beste. Obwohl der schwieriger war. Drei. Vier. Okay, die ganzen Scherben erstmal gefunden. Okay, fantastisch. Die andere Richtung war zwar, macht nichts. Scheiße. Haben sie gut gemacht. Sie hat plus Drachenblut, das brauche ich nicht.
Jups, und das war's mal wieder unten. Geht mir damals das Sonne, Mensch. Ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott, ey, das ist bescheuert. Dieses Springen ist wirklich dämlich. Ja, schafft's es, da hochzukommen. Lass die Scheiß Schab. Ich hab keine Ausdauer. Geht einfach nicht. Kann ich später auch noch holen, das Scheißding. Gut, das Vieh sind. Drachen jungen Schuppen. Das nehme ich schon her. Und das klingt gut. Wo sind bloß noch die zwei Scherben, die hier sind? Drei. Natürlich. Dort ist er. Frostrücken, das ist ungünstig. Frostrücken, der Feuerspalt. Anfälligkeit für Kälteschaden steht hier. Der ist Stufe 12. Das muss klappen. Wie viele Schadenspunkte? Gott, der hat weniger als der andere Drache in der Wüste. Los, kommt ran! Verdammt nochmal, warum bleiben denn die bloß so dämlich weg? Kommt ran, jetzt kommt der Feuerball! Kommt, gebt Gas! Und noch ein Feuerball! Und noch einer! Und ab durch die Mitte! Genau, du machst das! Du bist besteuert ohne Ende! Abstand! Hau nochmal ab, Mann! Bist denn du bescheuert oder was?
Ist ja nur mal der Schutz fertig. Das dauert ja ewig. Du nimmst das. Nicht das. Das. Genau. Das war gut. Du musst das nehmen. Gut. Jetzt wieder alle verteilt, oder? Er ist dort. Sie ist dort. Wo bist du denn? Macht irgendwas. Ich kann sie nicht sehen. Gib Schutz auf den. Okay. Raus aus dem Feuer. Bleibt in Bewegung, der schießt. Oh yes. Gut in Szene gesetzt ist das. Da kann man nicht meckern. Schaden. Ja, ich schieß durch den Fels durch. Schnell, Schutz. Okay. Das war gut. Schutzschild. Bleib cool. Schutz. Ja, bleib doch mal cool im Heiltrank. Das. Du nimmst das. Du nimmst das. Das klingt übel. Alter Schwede, klingt das übel. Ist hier jemand oben? Was ist denn das?
Aber ich kann es nicht sehen. Die Kamera lässt sich nicht hochfahren aus irgendeinem Grund. Drachenjunges ist hier oben. Bleib dort, wo du bist. Stehen bleiben. Vorsicht. Jupp. Das war die falsche Richtung, du Clown. Feuer! Herrlicher Treffer. Der Fokus lädt sich so langsam auf. Ja, jeder steht ja bei. Krieg das. Okay. Wir nehmen das. Diese feige Sau. Der ist gleich hin. Oh Scheiße, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, nee, bleib ruhig stehen, du Clown. Okay, das Viehzeug ist in. Der regeneriert sich nicht, der Drache. Das ist viel wert. Ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Zumindest nicht so aus. Gesundheit sieht bei allen gut aus. Die Heiltränke sind fantastisch. Die sind schon dran. Okay, wunderbar. Es war nicht viel. Hallo, ist das gleich hin? Jetzt war er hin. Sind alle wohl auf? Juhu! Ja, ich lebe noch. Und wie? Habt ihr gesehen, wie alles in Flammen aufging, als ihr uns rösten wollte? Das nenne ich einen Kampf.
Der letzte Feuerstoß hätte uns beinahe geröstet. Zusätzlicher Fokusgewinn. Stab des Großverzauberers. Das Vieh haben sie gleich so nebenbei mit erledigt. Drachenjungennest. Gar nicht übel. Stab des Großverzauberers, der klingt wirklich toll. Aber die Runen sind alles Müllrunen. Echt interessant. Rüstung gab's nicht. Accessoires habe ich gesehen. Gürtel des Fokus. 30% Fokusgewinn. Naja. Amulett der Konstitution. Einmalig verwendet. Ein Fertigkeitspunkt für Warik. Warum kriegt die das nicht? Sowas. Weil das halt nicht so ist, keine Ahnung. Amulett der Konstitution. Klingt gut. Gürtel des Fokus. Brauchst lieber die 100 maximale Gesundheit. Ich denke, das hilft mir mehr als ein Treffer. Sie nur am Heiltränke nehmen. Ja. Geht nicht anders. Das haben sie aber gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Steht denn die Elfenwurzel? Das Vieh ist schon hin. Ich stamme aus einer Adelsfamilie, wurde seit meinem 6. Lebensjahr zur Sucherin ausgebildet und habe mit der Göttlichen verkehrt. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich für gewöhnliche Leute aussehen muss. Vermutlich wirke ich tatsächlich furchteinflößend. Ach was, ihr seid schon in Ordnung. Nur spart euch diesen gewöhnliche Leute-Scheiß, sonst könnte man noch meinen, ihr wärt ein Arschloch. Muss ich gucken. Nee, das ist besser. Ja, ja.
So eine Brücke kann die in 0, nichts bauen. Die Zwerge hatten hier eindeutig irgendetwas vor. Materialliste, Bedarfsliste, auf daneben große Mengen Bauholz, auch Seile, Flaschenzüge, Teer. Gar nicht übel. Folterer. Was wird denn hier noch angezeigt? Ach, lesen. Haltet euch fern, hier gibt es zu viele Bestien. Lady Shania. Ne, erstmal das. Ja, hier um die Ecke, hab ich gar nicht gesehen. Nicht schlecht. Ja, die drei Scherben sammle ich jetzt noch ein. Das kriege ich schon irgendwie gebacken, schätze ich. Hier hoch gehe ich, kann ich sowieso nicht. Achtung! Das ist nicht schlecht. Erzähl mir doch nicht, dass das hier oben liegt, oder?
Okay. Machbar. Noch zwei Scherben. Versenkte Bronzerüstung. Stufe 1. Hier liegt sie. Ja, und die andere Scherbe haben sie hier hochgeknallt. Ich glaube, der Weg war schon richtig. Ja, gut. Oh mein Gott. Yes, geschafft. Kannst jetzt sowieso rasten. Alles geschafft. Was ist das? Blutsbrüder, das könnte ich vielleicht noch machen. Schon wieder nachgewachsen. So lange war ich da gar nicht hier. Was war das? Das ist Tränke ausrüsten. Na wunderbar. Cassandra hat gar nichts gebraucht. Das ist erstaunlich. Ich brauch's meiste. Aber trotzdem, fantastisches Team. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Gerade einen Drachen erschlagen. Es gibt nichts zu berichten. Das ist genau das, was ich brauche. Hier brauche ich sowieso keine Materialien, da kann ich das Pferd nehmen. Oh nein, überall Blutsteine. Steig wieder ab. Ich brauche sowieso keine Materialien. Darauf kann ich verzichten, oder Dragostein, was auch immer das ist. Dragostein ist verdammt wichtig. Glaubt ihr an den Erbauer, Sarah? Ja, manches ist ein bisschen wirr, aber Moment mal, warum? Ich dachte nur, so wie ihr lebt... Was denn? Gehöre ich etwa nicht dazu, nur weil ich mich nie irgendeinem Heiligen, was auch immer, angeschlossen habe? Aber ihr seid eine Diebin. Ich hole nur etwas zurück. Und ihr tötet Leute. Das ist wahr, aber nur wenn ich es muss. Nur die, die es verdient haben? Ja, wir sind wirklich total verschieden. Das ist gut. Dragostein ist perfekt. Kann ich mir merken, hier gibt es massig Dragosteine. Dragosteine bringen die maximale Lebenskraft und sowas mit ein. Das ist echt toll.
Habt ihr was gefunden? Wieder einen einfachen Soldatenhelm. Können fast 20 Dragosteine gewesen sein, die ich jetzt gefunden habe. Mal sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. Klinge des Söldnerlords. Ach ja. War ich noch nicht mal drin. Dankeschön. Hier wird es nicht viel wertvolle Sachen geben, schätze ich. Also natürlich ein Wein. Getränke von Feders, hab ich aber die Hälfte gefunden. Das ist immerhin was Gutes. 10% Angriff, 50% Heilungsbonus. Das ist interessant, das Siegel. Cassandra braucht den Heilungsbonus nicht unbedingt. Hatte ich der schon was gegeben? Sarah hat das Siegel des Großbären. Ne, die hat keins. Na, dann kriegt sie das. Ja, dann kriegt sie das Siegel. Ja, die Typen machen mir keine Angst mehr. Halt das hier. Ich kann sie jetzt auch alleine fertig machen. Templar Corrin. Tanner. Stelle Tanner und Redgriff zur Rede. Gareldisches Schloss. Okay, na dann. Ausrufezeichen und das und hier ist das. Und zwar gehe ich hier hin. Gehen wir. Die sind wirklich gut, die Leute, die mit sind. Gefällt mir. Das war die hier. Der Erbauer möge über euch wachen. Ich habe den Brief gefunden, den ihr einem Templer namens Corrin geschickt hattet. Was? Verdammt! Ihr könnt nichts beweisen. Und ein Brief von einem abtrünnigen Templer wird niemanden interessieren. Also, was gedenkt ihr zu tun? Mal sehen. Ihr gebt euch als Schwester aus, ihr schmuggelt, ihr entehrt Kirchenroben. Ich kann diese Liste noch weiterführen, wenn ihr möchtet. Oder ihr entscheidet euch einfach, eure Fähigkeiten in den Dienst der Inquisition zu stellen. Und ihr würdet Schweigen bewahren? Niemand muss davon erfahren? Das wird davon abhängen, wie aufrichtig euer Einsatz für unsere Sache ist. Na schön, ich bin dabei.
Es sieht aus, als wäre die Inquisition dieser Tage die beste Option. Nein, noch ein Emissär gewonnen, sehr gut. Komm ich hier hoch? Komm ich sogar rein? Ach, das ist die Heilerin, ja. Da brauche ich einen Elf, der die überreden kann. Was ist das? Okay. Auf bald. Habt vielen Dank für eure Hilfe. Hier gab es noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit, ne? Es ist beeindruckend, dass sie noch steht. Und das nach allem, was hier geschehen ist. Die Windmühle von Radcliffe. Das ist die Windmühle. Da bin ich durch den unteren Tunnel ins Schloss gekommen. In den letzten Tagen, beim Angriff der dunklen Blut auf die Gegend, zerstört und nie wieder aufgebaut. Raube des Inquisitors. Kam mir ein bisschen größer vor. Da irgendwo war der Tunnel. Kallens Bericht ist schon bereit. Er brauchte doch so ewig lange, aber das ist gut. Ich bin hier eh fertig. Ein was? Sie mögen von demselben Ort stammen, aber zwischen den Venatori und den meisten anderen Einwohnern Tevinters besteht ein himmelweiter Unterschied. Dorian will eine bestimmte Gruppe von Tutsen. Okay, ja, von mir aus. Himmelsfeste. Nein, dann habe ich die Wahl. Entweder mache ich die Smaragdgärten. Oder ich gehe nochmal nach Ursama. Zwei Typen warten ja immer noch auf mich. Die Gruppe ist jetzt ein ganzes Stück besser geworden. Immerhin haben sie in der Zwischenzeit drei Drachen getötet. Ich hätte zwar gern die Heiltränke noch ein bisschen verbessert. Aber... Hier
Haben wir 1000 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Und 750 Einfluss. Gar nicht schlecht. Kannst ja mal gucken. Den. Blackwall hat ja irgendwas Spezielles drin. Das sieht richtig übel aus. Schaden gegen Sterbliche, Bonus Barriereschaden, Heilung bei Tod. Schwert des Verbündeten Sherris. Stufe 3. Nichts Besonderes. Habe ich eine Rüstung für den Typ? Für Cole? Nee, bloß irgendwelche Haupen. Leider nicht. Na, dann verkauf den Müll. Gar nicht schlecht, 23.000. Ich weiß nicht, ob mir das was nützt. Ich brauche ja den Fokus, um diesen Sling aufzubauen. Aber 30%, was sind denn 30% zusätzlich? 50%. Der baut sich ja so langsam auf. Weiß es nicht. Nimmt mir die 100 Gesundheit weg. Vielleicht tausche ich das nochmal. Ach ja, das braucht Warwick, da kriegt er noch einen Punkt. Okay. Hatte ich noch Aufwertung? Ach ja, ja, ich hätte es beinahe vergessen. Plus 100% Giftschaden minus 50 Angriff ist Müll. Das kann direkt weg. Aber das braucht Cassandra, fällt mir gerade ein. Zuvor jedoch, mache ich das doch so. Wenn das was bringt, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich versuch's mal. Ich heb mal den anderen Gürtel auf, nicht weggeben. Ja, oder was heißt nicht weggehen? Da kommt er nicht weg. Blackwall hat überhaupt nichts. Cole auch nicht. Da gib mal das weg. Vivienne. Da noch ein Punkt. Zehn Klugheit. Das kann auch Sylas bekommen. Gut. Zwei habe ich jetzt hier noch, steht da. Sollten das sein? Ach so, na klar, was soll denn das sein? Also was war Müll? Das hier, 100 Giftschaden, 50 Angriff, das kann direkt verkauft werden. Gut. Und das kriegt Cassandra. Müsst ihr mir mal die Rüstung geben. Ich denke, damit kommt die gut klar. Ein Schmied steht. Aber was bist denn du? Gott, die hat Müll. Warte mal, das bist doch nicht du. Entschuldigung. Cassandra, so rum.
Na gut, es ändert aber nichts. Vorreiter Armschutz und Beinschutz. Trotzdem kommt die super zurecht. Verteidigung gegen Magie und 7 Konstitutionen. Was hier auf jeden Fall reinkommt, ist das Siegel. 100%. Ich glaub's nicht. Ich hab's falsche Siegel verkauft. Ach Gott, nee, passiert mir immer wieder. Ist echt peinlich. Kann ich wenigstens mal bei der Rüstung gucken? Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Ich habe hier nur Verzaubererzeug. Doch, 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 hier gibt's noch was. Das bringt 7 Konstitutionen, das 11. Na, das ist doch was wert. Tut mir natürlich nur leid, dass ich so bescheuert bin. Beinschutz gibt's aber leider nicht weiter. Was bringt das? 5 Verteidigung gegen Magie. Vorreiter, Panzerung, Beinschutz. Okay. Ach Mann. Das Falsche verkauft. Ich glaub's selber nicht. Ist mir das peinlich. Ein bisschen besser ist die Rüstung aber jetzt geworden. Die kommt auch übelst gut klar, das muss man ja auch mal sagen. Das Siegel wäre nicht schlecht gewesen. Es war 10% Angriff. Oder irgendwie sowas in der Art. Okay. Vierundzwanzigtausend. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Verkauft das Richtige, was ich haben wollte. Unfassbar. Unfucking fassbar. Aber das klang so vom Namen her, dachte ich, das wäre das andere gewesen. Deswegen habe ich es verwechselt. Die findet schon was Besseres, keine Sorge. Die findet schon was Gutes. Es wird schon werden. Bloß keine Sorge. Also, ja, waren ein paar Berichte fertig. Einfluss und Geld ist immer gut. Ein Rundknauf, den ganzen. Nur wenn wir genügend Leute haben, um sie zu verteidigen. Solange das nicht gegeben ist, ist ein Ort wie dieser nutzlos. Mit einer anderen Mission beschäftigt. Brauchen alle ewig. In Ferelden gab's noch was. Ressourcen der Hinterlande. Was machst du? Machen wir uns an die Arbeit.
Man muss ja doch das machen. Ist bloß noch das eine da, wenn ich es richtig sehe. Überquerung Schwefelgruben, Venturi-Aktivität im Westen unterbinden. Wir stehen euch zu Diensten. Okay. War doch noch eins dazwischen. Also ich könnte jetzt in die Smaragdgräber gehen. Gräbern. Smaragdgräbern. Kontakt aufnehmen. Hier war auch noch was. Denkmal für Haven. Oder ich gehe nochmal... Wächter finden. Den Wächter finden. 8 Kosten. Katastrophe in den tiefen Wegen. Burg hat erklärt, dass Corypheus den Verstand der grauen Wächter beeinflussen kann. Wenn die dunkle Brut sie unter Kontrolle bringt, hätte er eine Legion perfekt. Blablabla. Bla bla. Welche Charakter macht Kosten 8? Den Wächter finden. Wir müssen sicherstellen, dass uns im Kammwald keine Falle erwartet. Na, mach das mal. Burgs Wächterfreund ist hier irgendwo, ist aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Der Kerl ist gut, seid vorsichtig, auf der Straße jede Menge Untote. Leute, hier brauchen unsere Hilfe, alles weitere, wenn ihr hier seid. Ja gut, okay, mach ich mal. Was soll ich denn groß überlegen? Das ist mal ein neues Gebiet. Dass das bei Cassandra natürlich nicht geklappt hat, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich wirklich. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Wenn ihr schon besorgt seid, sollte ich am besten gleich die ganze Inquisition alarmieren. Oder meine Gefahrenzulage erhöhen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Lage wirklich so ernst? Oh. Kammwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Ich wünschte, wir könnten uns besser kennenlernen, Harding. Vielleicht, wenn sich mal nicht überall um uns herum die Toten erheben. Eher zerfällt die Welt zu Staub, als dass euch das Böse ausgeht, das ihr bekämpfen müsst. Vielleicht kann euch ja jemand in Kammwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Ich will es versuchen. Tränke, sind die alle fit? Ja. Embryum Bisentleder. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu diesem Riss im See zu kommen. Bestimmt. Und am besten eine, bei der wir nicht ertrinken. Denn was es hier für Werkstoffe gibt. Eisen. Osthügel.
Aua, Wächter. Was macht ihr in Kammwald? Ein Wächter namens Stroud soll zum Verhör gebracht werden. Er soll hier durchgekommen sein, aber die Dörfler wissen nichts. Sie haben schon genug Schwierigkeiten. Was wurde euch über diesen abtrünnigen Wächter erzählt? Kommandantin Clarell hat seine Verhaftung angeordnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, Sir Stroud wird uns freiwillig begleiten. Ich habe eine Weile unter ihm gedient. Er ist ein guter Mann. So viel steht fest. Werdet ihr bleiben, um die Untoten hier zu bekämpfen? Meine Befehle verbieten es mir. Kammwald war nur ein Abstecher für uns. Falls die Inquisition helfen kann, bitte ich euch inständig, es zu tun. Die Dorfbewohner haben schon zu viele Leute verloren. Lebt wohl. Lebt wohl. Sir, seid ihr sicher, dass wir dem Dorf nicht helfen können? Unsere Befehle sind eindeutig. Dorf Kammwald. Spendenkasse leer gemacht. Einer dieser Wächter hat einen neuen Anführer erwähnt. Ich glaube nicht, dass sie zu Korypheus Plan gehören, den Orden zu unterwerfen. Das glaube ich auch nicht. Die Unterwanderung ihrer Reihen könnte subtil sein. Genau, weil sie es uns sonst gesagt hätten? Ich hoffe, Hawks Wächterfreund hat Antworten für uns. Habt ihr gesehen, wie mich die grauen Wächter vor diesen Leichen gerettet haben? Sie sind unglaublich. Ich werde mich erkundigen, ob sie vielleicht nach Rekruten suchen. Ich kann verstehen, wieso sich jemand den Wächtern anschließen möchte. Beim Erbauer, ihr seid der Inquisitor. Aber nun ja, die Wächter sind Helden. Sie haben mich vor diesen Dämonen gerettet, euer Gnaden. Und bei all dem, was gerade geschieht, möchte ich den Leuten auf dieselbe Weise helfen. Wollt ihr das wirklich? Ich meine, klar, sie sind Helden, aber die ganze Zeit gegen diese Dinger zu kämpfen... Dann wünsche ich euch viel Glück in ihren Reihen. Vielen Dank, euer Gnaden. Ich werde euch stolz machen. Tja, warum nicht? Den du beitritt oder die dir nicht beitritt? Dorf Kammwald. Na dann, los geht's. Kammwald. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Was geht hier vor? Seit dieses grüne Leuchten erschienen ist, kommt ständig Untote aus dem See. Der Bürgermeister kann euch mehr darüber erzählen. Ich hoffe, Andraste schickt euch, euer Gnaden. Wir sind hier seit Wochen gefangen. Zieht Judith nicht ins Dorf, solange sich die Lage nicht bessert. Beim Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Sucht ihr nach jemandem namens Judith? Oh, habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Judith lebt außerhalb des Dorfes. Als die Untoten kamen, bat ich sie, ihr Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Warum sollte sie nicht irgendwo Zuflucht suchen, wo es sicherer für sie ist? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht, könnten mein Junge und ich auch in der Scheune schlafen. Aber sie wollte einfach nicht. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, ich euch auch. Schnellreise.
verschwindet! Dann blind euch halt. Sind die Leichen noch immer da draußen? Kann der das so klappen? Lösen wir so ein bisschen als Spaß, man kann es ja mal ausprobieren. Ich glaube, da hat er so ein Ding weggekloppt. Ja. Sucht euch euren eigenen Unterschlupf. Zwei Balken hat er weggeklappt. Okay, gut. Lass gut sein. Naja, ich bin schon auf dem Weg. Elfenwurzel. Mehrere Zettel. Anderfels. Ja, ich bin ja noch da. Euer Gnaden, könnt ihr irgendwie verhindern, dass sich die Toten erheben? Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kammwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut geflutet und zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Ich habe einen Damm gesehen. Wenn wir ihn nutzen, um den See trocken zu legen, kann ich diesen Riss im Nichts erreichen. Ihr wollt den See trocken legen? Es gibt doch sicherlich noch eine andere Möglichkeit. Wir versuchen euch zu helfen. Niemand außer dem Inquisitor ist in der Lage, die Risse zu schließen. Um den Damm nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben zu riskieren. Kammwald wird nicht mehr lange durchhalten. Ich möchte euch nur ungern verlassen, ohne alles getan zu haben, was in meiner Macht steht. Ich nehme an, es muss wohl sein. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kammwald befinden. Aber Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Was könnt ihr mir über die Banditen sagen, die sich in der Feste eingenistet haben? Die Wegelagerer? Sie sind nichts weiter als Schläger und Diebe. Sie bestreiten ihr Leben, indem sie Karawanen auf dem Königsweg überfallen. Als die Toten aus dem See kamen, haben diese Banditen den alten Wildhüter in der Feste ermordet und sich selbst dort breit gemacht. Wir hätten womöglich weniger Verluste zu beklagen, wenn wir dort Zuflucht gefunden hätten, statt uns in unseren Häusern verkriechen zu müssen. Okay.
Auf ein andermal. Natürlich. Hey, Sarah. Habt ihr die Blonde in einer der letzten Städte gesehen? Die war mal einer. Die mit den riesigen Brüsten? Nein, naja, schon, aber... Was war mit dieser frechen Schleife an ihrer Schürze? Dieser Verheißung, sie in einem langsamen Zug zu öffnen. Ihr müsst doch die Kleinigkeiten sehen, die gesamte Person zu erkennen, Sarah. Hinter diesen Titten steckt auch eine Frau. Ja, weit dahinter. Ihr ehrt uns, Inquisitor. Ich bin Schwester Vaughn. Plant der Bürgermeister endlich den See trocken zu legen? Ich muss jemanden finden, der die sterblichen Überreste jener birgt, die dort ihr Leben ließen. Störe ich euch bei einer Trauerfeier? Wir haben durch den ersten Angriff zahlreiche Freunde verloren. Uns bleibt noch endlos viel Zeit, um zu trauern. Was ich jedoch fürchte, ist die Frage, wie viele wir dem Scheiterhaufen noch übergeben werden. Warum seid ihr so erpicht darauf, dass der See trockengelegt wird? Die Untoten suchen uns erst heim, seit dieses Leuchten im See erschienen ist. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Allerdings unternimmt der Bürgermeister nicht das Geringste. Ich fürchte, er denkt, das Ablassen des Wassers würde nur noch mehr Monstren auf uns loslassen. Ihr wollt die Leichname vom Grunde des Sees bergen? Sie waren die Kinder des Erbauers. Ihre sterblichen Überreste haben etwas Besseres verdient, als dem Morast überlassen zu werden. Außerdem wird eine Trauerfeier auch den Lebenden helfen. Eure Hingabe ehrt euch, Schwester. Sucherin Pentagas, bitte verzeiht. Ich hatte nicht erwartet, die rechte Hand der Göttlichen in unserem bescheidenen Dorf anzutreffen. Beruhigt euch. Wir haben zu viel zu tun, um auf Hierarchien zu beharren. Ja, Sucherin. Ganz wie ihr meint. Auf ein andermal. Lebt wohl. Das ist ein ganzes Stück. Ich dachte, das ist gleich die Ecke. Da ist er. Okay.
Das war gut. Ja, sehen. Mensch, du sollst den einfrieren, der neben dir steht. Treten verboten. An dieser Seite öffnen nicht möglich. Da ist ein Hebel. Da könnte man natürlich... Naja, weiß nicht, ob die hier durchkriechen könnte. Die ist extrem schlank. Das ist, könnte sogar gehen. Na gut, aber hier geht's nicht. Also muss ich zurückreisen. Und zwar hier hin. Erobert die Feste. Aktiviert ist es. Und Sack lass ich nicht stehen. Da sind ja auch immer interessante Materialien drin. Sehr gut. Da hinten ist die Festung. Das sieht natürlich gut aus. Riesenbolzen niedergestreckt. Da ist die Feste, von der der Bürgermeister gesprochen hat. Und da sind auch die Banditen. Das Tor steht offen. Und es gibt keine Patrouillen. Es ist riskant, aber wir könnten sie stürmen. Warum zum Teufel nicht?
Welche Stufe sind die Typen? Stufe 11. Die armen Schweine tun mir jetzt schon leid. Fünf Goldstücke. Das sind ja die reinsten Wegelagerer. Lacht doch was hier oben. Aber interessante Sachen, keine Frage. Trauriger Splitter. Brauchst du noch einen? Mir ist aufgefallen, dass eines meiner Bücher fehlt. Frag dieses Ding, es grapscht alles an. Cole hat es nicht genommen. Na schön, und welches? Das mit den vielen Bildern. Uah, das war ekelhaft. Ich hab's unter euer Bett geworfen. Könntet ihr nicht vorher um Erlaubnis fragen? Na schön, darf ich bitte nicht noch mehr eurer schmuddeligen kleinen Bücher haben? Zeichnungen, Igitt. Oh, ich hätte sie aus. Wo bist du denn, du Pfeife? Wo steckst du, verdammt? Bestens. Ja, manche haben mal ganz interessante Sachen. Die haben Verstärkung bekommen. Die zwei Pfeifen. Feste muss beansprucht werden, okay. Dammzugang. Vorratslager. Das brauche ich tatsächlich nicht. Aber gut zu wissen, dass eins da ist.
Bravo. An unser neues Haus. Das letzte Gefecht. Stufe 8. Ich glaube, das waren alle. Das war ja irre. Zweite Festung, die sie beansprucht haben. 3 Drachen getötet, 2 Festungen erobert. Obwohl das natürlich ein Witz war. Das gebe ich zu. Das war wirklich ein Witz. Ein Witz. Klar. Willkommen, Inquisitor. Mein Name ist Charter. Ich bin Lilianas Augen und Ohren, insbesondere an diesem Ort. Sobald Butcher zu uns stößt, werde ich Informationen für euch haben. Er ist einer meiner Männer und sollte eigentlich längst hier sein. Wann hätte dieser Spion, dieser Butcher hier eintreffen sollen? Vor einer halben Stunde am Südtor. Ich hoffe, er verspätet sich nur. In seiner letzten Nachricht hat er geschworen, er habe Geheimnisse für uns, die das Zehnfache seines Gewichts in Gold wert seien. Hat euch Schwester Nachtigall erzählt, warum sie hier Spione wollte? Wir liegen an der Hauptstraße zwischen Denerim und Valroyu. Wir machen ständig Kuriere halt. Und dafür, was man ihnen bezahlt, haben sie überraschend lose Zungen. Wie ist die Lage in Kamwald? Die Straßen sind nahezu ausgestorben. Es gibt zu viele Untote, die sich aus dem See erheben. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Auf ein andermal. Euer Gnaden. Irgendjemand muss sich mit den letzten Wegelagerern in Kamwald befassen. Wer hat schon Zeit für sowas? Wenn wir die Banditen erledigen, kommen mehr Reisende. Und mehr Reisende bedeuten mehr Nachrichten für die Nachtigall. Guter Punkt, aber ich habe auch noch eine Chiffre zu entschlüsseln. Sonst finden wir nie heraus, wer letzte Woche Comfort getötet hat. Sind die Wegelagerer noch immer in Kamwald? Ja, euer Gnaden. Jetzt, wo sie ihre Feste verloren haben, überfallen die Banditen Reisende. Und Kamwald ist nicht in der Lage, ihnen Einhalt zu gebieten. Das Dorf versucht noch immer, sich von den Untoten zu erholen. Ausrottung der Banditen, 0 von 8. Da kommt dieser Junge zu mir mit einer Linie.
arbeitet. Ich denke für Virantio. Inquisitor? Oh, scheiße. Wir bringen uns nach unserem letzten Auftrag nur gegenseitig auf den neuesten Stand. Schon in Ordnung. Achtet nur darauf, dass ihr mich nicht aus meiner eigenen Feste aussperrt. Natürlich, Inquisitor. Es wird nie wieder vorkommen. Das schwöre ich euch. Gut geschleimt, Reef. Halt die Klappe. Gut geschleimt. Mosaikteil. Befreiung der Sklaven. Oh, jetzt war er schon. Das ist blöd. Schneeball. Schade, dass ich sie töten muss. Das ist gleich Schneeball. Heilender Nebel, Sprengfeuer. Verbindet im Wirkungsbereich erhalten augenblicklich einen mittelgroßen Teil ihrer Gesundheit zurück. Oh, das klingt gut. Das klingt sogar sehr gut. Ja klar, was sollen die auch haben? Kannst du alles vergessen. Ja, Runenstein. Stufe 1. Elfenwurzeln sind ein bisschen günstiger. Der Bürgermeister hat gesagt, die Dampfsteuerung ist hinter diesem Tor.
Die schwarzen Sümpfe. Sind gleich noch ein paar von den Pfeifen. Was ist das? Obsidian. Da muss ich hier oben lang. Ich kann ja erstmal hier lang gehen. Gesetzesverkünderversammlung.